Dieser Schinkenkopf wird den Gruseleffekt auf eurer Halloween-Party sicher verstärken. Für diesen gruseligen Snack braucht man als erstes einen Styroporschädel. Die werden gerade jetzt zur Halloween-Zeit in vielen Kaufhäusern angeboten. Diese Vorlage wird dann mit alle Folie eingewickelt. Dabei müsst ihr darauf achten, dass die Folie ganz eng anliegt und die Kuhlen und Löcher gut erkennbar sind, vor allem die Augenhöhlen und der Kiefer. Im nächsten Schritt wird der Schinken kreuz und quer bei der Alufolie verteilt und leicht angedrückt, bis alles bedeckt ist. Dann kommen die Augen an die Reihe. Dazu haben wir mit einem kleinen Eisportionierer zwei Kugeln aus einem Mozzarella ausgestochen und in Form geschnitten. In die Mozzarella-Kugeln wird dann eine kleine Kuhle für die Pupillen geschnitten. Da rein kommt dann jeweils eine halb schwarze Olive. Die Augen werden dann vorsichtig in die Augenhöhlen gedrückt und mit etwas Ketchup verziert. Als Brotbeilage haben wir uns kleine Weißbrotsärge ausgesucht. Dazu einfach eine kleine Schablone in Sargform zurechtschneiden und das Weißbrot entsprechend ausschneiden.